ich wollte nicht einfach nur eine Biografie von der Stange, sondern ich wollte halt so ein bisschen die Brücke schlagen zu dem, was ich heute tue. Da bin ich ja als Mentaltrainer unterwegs und begleite Sportler im Speziellen, dann Fußballer. Und dementsprechend ist es dann auch was geworden, was eine Mischung aus Biografie und Ratgeber ist, allerdings nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, dass man das alles so machen muss, wie es da drin steht, sondern einfach nur mal, um einen Impuls zu liefern, über sich selbst mal nachzudenken und das vielleicht auch anzuwenden, wenn wir gerade in herausfordernden Situationen stecken.